Einen gesegneten Morgen, liebe Geschwister. Herzlich willkommen in Jesu Namen. Was für ein Segen, dass wir den Tag mit dem Herrn beginnen dürfen. Und dass wir dürfen unsere Gedanken gleich früh am Morgen dem Herrn bringen. Und das Thema ist heute Gedanken. Wie kann ich von meinen Gedanken geheilt werden? Du kommst zum Beispiel in einem Gebäude, was du immer gesehen hast, einmal siehst ein Kreuz da vorne. Was denkst du? Okay, deine Gedanken ist das jetzt, weiß ich, in diesen Gedanken ist irgendwas mit ein Haus Gottes. Ich liebe die deutsche Sprache, weil die deutsche Sprache hat schon in ihrem Namen, in ihren Worten, hat sie schon die Antwort. Welches ist die Antwort? Die Heilung in unseren Gedanken. Ganz einfach, Gedanken. Ja. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, du bist ein lebendiger Gott. Wir bitten dir, führe du uns in deinem Wort, denn dein Wort ist wahrhaftig. Wir dürfen in deiner Gnade gehen. Du hast wunderbare Verheißung im Leben deiner Kinder. Und wir proklamieren deine Zusagen in Jesu Namen. Amen. Psalm 34. Psalm 34, Vers 8. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie oder und hilft sie heraus. Wir Menschen, wir sind geprägt von unserem inneren Leben. Was uns führt, ist unser Prozessor. Es ist unsere Festplatte, es sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind die, die uns führen hinaus, dass wir siegreich oder dass wir in Verlust gehen, dass wir in Angst oder in Siege gehen, dass wir in der Kraft Gottes gehen, dass wir zulassen, dass Gott uns führt. Und oft merken wir gar nicht, und ich möchte mal heute sprechen über Heilung in den Gedanken. Ich werde dir einen ganzen Bataillon von Bibelversen zitieren. Du brauchst sie jetzt nicht aufschlagen, sonst wirst du müde werden. Nachher kannst du noch nachschlagen, und damit du nicht erschlagen bleibst. In Psalm 34, er sagt, der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und rettet. Gottes Auftrag, Gottes Liebe und Gottes Sohn ist in diese Welt gekommen, um uns zu retten und nicht um uns fertig zu machen. Wir sind schon fertig geboren. Aber oft merken wir gar nicht, wie sehr wir vom Feind in der Irre geführt wurden durch unsere Gedanken. Und ich finde das so wunderschön. Wir haben die Heilung. Wie kann ich von den Gedanken errettet werden? In den falschen Gedanken. Im Psalm 34, weiter, Vers 18 und 20 sagt er, wenn aber rechtschaffende Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Wir haben eine Verheißung Gottes in unserem Leben, dass wir nicht nur, wenn wir einst sterben, werden wir in den Himmel kommen. Nein, das ewige Leben ist ab dem Moment, wo wir Jesus als unseren Herrn und Heiland aufnehmen. Und er schenkt uns ein Leben, und Paulus nennt das ein Leben in Überfluss, ein Leben mehr als ein Sieger. Im Psalm 59, und der Psalmist, der hatte echt Herausforderungen mit seinen Gedanken. Und der Psalmist, er war so ehrlich, dass er seine Gedanken auch noch aussprach. Und im Psalm 59 sagt er Vers 2, befreie mich von meinen Feinden, mein Gott, bring mich in Sicherheit außerhalb der Erreichbarkeit von den Verfolgern. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Wir müssen außerhalb von der Erreichbarkeit von den Verfolgern. Und der Feind, die Bibel sagt uns, dass es gibt echt böse Mächte, die versuchen, uns zu zerstören. Und wir merken oft gar nicht, wie sehr wir daran fahren. Im Psalm 107, Vers 6 sagt er, in auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Vers 10, andere lagen in der Finsternis gefangen und litten unter ihren schweren Fesseln. Sie hatten missachtet, was Gott ihnen sagte und die Weisungen des Höchsten in den Wind geschlagen. Der Anfang der Verwirrung in unseren Gedanken, es ist unsere adamische Natur. Es ist unsere irdische Natur. Es ist unsere sündhafte Natur. Und wenn wir Gottes Wort nicht in Anspruch nehmen, kommt der Feind und er hat das Recht, in unseren Gedanken falsche Gedanken zu streuen. Wir merken oft gar nicht, wie Opfer wir sind. Er sagt in Vers 19, Psalm 107, in auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Und jetzt Psalm 107, Vers 20, die Antwort auf deine Frage. Er sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. So bewahrt er sie vor dem sicheren Tod. Die Befreiung in unseren Gedanken ist im Wort. Und Gottes Wort, es ist mächtig, dass wir anfangen, in Freude gehen zu dürfen, dass wir keine Angst haben brauchen. In Matthäus Kapitel 10 kommt der Herr Jesus mit den Anweisungen zu seinen Jüngern. Und er sagt in Vers 1, sagt es, und er rief seine 12 Jünger herbei und gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, nämlich sie auszutreiben und alle Krankheit und Gebrechen zu heilen. Luther übersetzt böse Geister. Dieses Wort unreine Geister, das Wort, das bringt uns in einen Bereich, wo wir oft gar nicht merken, dass wir als Christen
auch in dieser Welt Unterdrückung leiden vom Feind, wo du oft denkst, dass die Gedanken sind deine, aber es sind nicht deine Gedanken. Wir leben in einer Pandemiewelt, wo wir sehr viel lernen dürfen über unsichtbare, ganz kleine Wesen, die dein Leben zerstören können. Und wir merken es oft gar nicht, wie verwirrt wir sind. Wir haben hier einen Eingang im Gottesdienst, da gibt es ein Gerät, ein Infrarotgerät. Und wenn die Menschen kommen und dann tust du ein Gerät und auf einmal merkst du, es ist ein bisschen erhitzt, die Temperatur. Die Personen schwitzen ein bisschen. Und dann auf einmal machst du einen Schnelltest, auf einmal merkst du, die Person ist infiziert. Sie wusste es gar nicht und du meldest es im Gesundheitsamt und die Person sagt, das darf nicht wahr sein, ich habe es nicht gewusst. Oft weißt du nicht, dass du infiziert bist. Die ganzen Bösewichter sind schon drinnen bei dir und du hast das nicht gemerkt. Oft ist das so in unserer Gedankenwelt. In Matthäus 8 sagt die Bibel, Vers 16, am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen. Und die Besessenen wurden frei. Weißt du, dass du nur ein Wort Jesu brauchst, um frei zu werden in deinen Gedanken? Ich treffe sehr viele Menschen, die in ihre Gedanken belastet sind und die tragen diese Gedanken mit und denken, diese Gedanken gehören zu ihrem Körper. Nein, diese Gedanken gehören nicht zu dir. Da ist nur falsch programmiert worden und da ist ein Trojaner reingekommen und den musst du mit einem Viruskiller austreiben. Und das schenkt dir die Impfung im Heiligen Geist. Und diese Impfung, das ist nicht eine Impfung von einem Hersteller, was dubiös ist, sondern er rettet sie aus allen ihren bösen Gedanken. Das tut Gott in unserem Leben. In Matthäus Kapitel 9 sagt er Vers 4, Jesus durchschaute sie und fragte ihnen, warum trägt ihr so böse Gedanken mit euch? Weißt du, dass du oft Gedanken, böse Gedanken mit dir trägst? Warum trägt man eine Last mit sich, eine böse Last? Wir tragen oft böse Gedanken mit uns. Wir merken gar nicht, dass diese Gedanken uns plagen. Im Psalm 139, Vers 17 sagt er, wie überwältigt sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Warum tragen wir uns mit bösen Gedanken um? Die schweren bösen Gedanken, wenn wir die Leichtigkeit der Gedanken Gottes mit uns tragen können. Aber wir merken oft gar nicht, weil unsere Gedanken, sie haben sich selbstständig gemacht. Und wir haben zugelassen, dass diese Gedanken, sie haben uns verwirrt, weil unsere Seele hat ein DNA der Ablehnung. Und wir brauchen in unserem Opfersyndrom eine Rechtfertigung, damit wir anklagen können. Und dann erinnerst du dich, in deiner Grundschule hattest du eine Lehrerin und die hat dich einmal böse angeschaut. Und dann auf einmal hast du die ganze Recht, Selbstmitleid zu haben und depressiv zu sein, weil irgendjemand irgendwas mal gesagt hat. Und du weißt gar nicht, du hast die Autorität, siegreich zu sein. Du kannst in der Gnade Gottes gehen. Aber dazu musst du dich entscheiden, diese Gedanken wegzuwerfen. In 1. Korinther Kapitel 2 sagt der Apostel Paulus, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, denn allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also weiß niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes. Das bedeutet, wo du Jesus aufgenommen hast, ist die Regie deines Körpers vom Geist Gottes bestimmt worden, nicht mehr von dem irdischen Geist. Und die Bibel sagt uns, dass der Geist des Menschen ist der, der die Gedanken kennt. Wie kann ich siegreich sein in diesem Bereich? In Hebräer Kapitel 4 sagt er Vers 12, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft, es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis zu ins Innerste, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und Geheimnisse der Wünsche unseres Herzens. Wir waren einmal unterwegs, meine Frau und ich, und wir kamen in einem Hotel und wo wir in ein Zimmer reinkamen, auf einmal überfielen mich so viele Gedanken. Ich sagte zu meiner Frau, das sind nicht meine Gedanken. Ich kenne mich ein bisschen. Und wir fingen an zu beten, das war eine sehr lange Nacht. Wisst ihr, Geschwister, oft merkst du gar nicht, dass der Feind Gedanken steuert und du denkst, das sind deine Gedanken. Du erhebst dich gegen deinen Bruder, gegen deine Tochter, du erhebst dich auch immer gegen Dinge. Du merkst gar nicht, dass deine Gedanken verwirrt wurden. Der Geist der Verwirrung, er kommt gewöhnlich rein durch einen Geist der Rebellion. Irgendwo haben wir uns empört und wir merken oft gar nicht, dass das, was wir mit unserem Mund aussprechen, in Hesekiel Kapitel 38, Vers 10, so spricht der Herr, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen und du wirst böse Gedanken ersinnen und einen Anschlag planen. Oft kommen die bösen Gedanken in unserem Herzen und du merkst gar nicht, dass du infiziert bist. Damit du krank wirst, müssen tausende, aber tausende Virus erstmal da drin sein. Ich habe ein wunderbares Geschenk bekommen. Ich bin jetzt der Staubsaugermaster zu Hause. Ich habe einen automatischen Staubsaugerroboter gefunden. Geschwister, das Ding, das ist fabelhaft. Ich gehe arbeiten und das arbeitet zu Hause alleine.
Und da komme ich nach Hause jeden Tag und ich bin empört. Ich habe doch gestern Staub gesaugt und da ist so viel Staub in dem Behälter drin. Das kann nicht wahr sein. Unser Haus ist sauber, unser Haus ist zu. Wir leben in ein entwickeltes Land. Es darf nicht wahr sein, dass so viel Staub in der Wohnung. Wo kommt der Staub her? Du merkst es nicht, du siehst den Staub nicht. Aber jeden Tag sind es Millionen Staubkörner, die in deinem Haus hineinkommen. Und du merkst es nicht. Nur wenn du einen Staubsauger hast und dich die Arbeit machst oder einen automatischen Staubsauger und der Heilige Geist anfängt, da zu cleanen, dann merkst du, wie viele böse Gedanken in deinem Herzen sind. Und du hast diese Autorität. Ich erinnere mich, ich besuchte ein Ehepaar und die hatten so eine heftige Diskussion. Auf einmal merkte ich, das ist nicht mehr psychologisch. Und ich und meine Frau, wir fingen an zu beten. Und wir haben diesen Geist des Zwietrachts ausgetrieben. Wir haben die Türen geöffnet und am Ende sagt die Frau, was war in mir gefahren? Ich habe meinen Mann immer geliebt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass diese Gedanken waren nicht meine Gedanken. Wie kann ich einen guten Kopf behalten, wenn du gute Gedanken behältst? Wie kann ich gute Gedanken behalten? Gedanken. Geschwister, wenn wir anfangen, und das finde ich wunderbar, in Hebräer Kapitel 3, sagt der Schreiber von Hebräer, für mich ist es der Apostel Paulus, aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten, eure Gedanken, liebe Geschwister, auf dem Apostel und hohen Priester unserer Bekenntnisse. Ihr seid ja auch für Gott ausgesondert und zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen. Wenn wir an der himmlischen Welt berufen sind, sind wir auch beauftragt, unsere Gedanken auf Jesus zu richten. Und das ist das, wo Gott uns führt. In Hebräer, und ich bin begeistert, ich komme von einer Zeit, wo verschiedene Helden sind, die heute nicht mehr bekannt sind. Einer für mich, es war ein Mann, der war damals zu meiner Zeit, er war im Gefängnis in Südafrika, er hieß Nelson Mandela, ich glaube, die meisten kennen ihn. Und er war 27 Jahre im Gefängnis und der Mann ist gefoltert worden, wie ich selten einen anderen kenne. Und er wurde nach 27 Jahren wurde er freigesprochen. Und ich bin begeistert, wie Menschen reagieren, wenn sie Gott haben. Und er hatte im Gefängnis etliche Christen dabei. Er hat sich offiziell nicht zum Christentum bekannt. Aber wo er frei war und er ging Richtung dem Tor. Und er sagte, als ich aus der Zelle durch die Tür Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich die Gedanken meiner Bitterkeit und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen in diesem Gefängnis bleiben. Weißt du, wir merken oft gar nicht, wie gefangen wir sind. Wir merken oft gar nicht, dass der Feind uns erwischt hat und dass wir als Kinder Gottes in Jesaja 33, Vers 18, dann denkt ihr an den früheren Schrecken zurück in eure Erinnerung. Wo ist der unser Geld gezählt hat. Unsere Gedanken, sie bringen uns in Schrecken zurück. Unsere Gedanken, sie manipulieren uns. In Matthäus 15, Vers 19 sagt es, denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen allen Art von Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral. Aus unserem Herzen kommen Gedanken heraus und wir merken oft gar nicht, wie infiziert wir sind. Wir merken oft gar nicht, dass wir gar nicht den notwendigen Abstand von der Sünde gehalten haben und dass wir uns infiziert haben. Der Apostel Paulus in Römer 1, sagte 21, trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sie ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Es wird oft finster in unserem Herzen. Und der Grund ist unsere Gedanken. Der Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 2 sagt er, ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Ich durfte schon etliche seelsorgerliche Gespräche führen und ich bin heutzutage noch erschrocken, wie manche Menschen ihre eigene Gedankenwelt bauen und nicht merken, dass sie total in ein Labyrinth der Irre geführt wurden. Sie merken gar nicht, wie der Feind mit Lügen sie befallen hat und ihr Leben ist eine Lüge. Und sie erlauben nicht, dass Liebe kommt, weil Hass da ist. Weil der Feind, er hat eine Angabe. Er bringt Gedanken der Anklage. Und wenn er Gedanken der Anklage bringt, dann ist die letzte Anklage gegen sich selbst. Du kannst sehen, die Menschen, die von Satan gebraucht werden, die werden irgendwas sehr Großes anstellen und nachher tun sie sich selbst noch was an. Erstmal dem Nächsten und dann sich selbst. Weil die letzte Anklage geht immer gegen die Person. In 2. Korinther Kapitel 10
sagt der Apostel Paulus, Vers 4, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jede Festung des menschlichen Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alle menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir eine Befreiung Gottesdienst anfingen. Auf einmal fingen mir Gedanken an zu befallen und ich hatte diese Gedanken nie. Aber ich hatte sehr viele Befreiungen gemacht und ich merkte, aha, da ist irgendein Ankläger. Und ich fing an, etliche Mal am Tag ganz laut diese Gedanken rauszuschicken, das Blut Jesu drüber, die Tür aufzumachen. Und das hat etliche Tage gedauert, bis diese Gedanken weg waren. Ich möchte sagen, die Gedanken der Hölle sind nicht deine Gedanken, aber sie nesten sich sehr schnell ein. Diese Virus, sie gehören nicht zum Körper, aber sie kommen und sie festigen sich an deinem Rachen und dann, wenn sie dort und dann diesen notwendigen Zuspruch bekommen, dann gehen sie und infizieren den Körper. Und wir merken oft gar nicht, dass wir Autorität haben, den Feind mit unserem Rachen, mit dem Wort Gottes, ihm auszutreiben. In 2. Chronik 30, Vers 12, sagt es, auch kam Gottes Hand über Juda, dass er ihnen gab, Einheit im Herzen zu tun nach des Königs und des Oberstes geboten. Damit du siegreich, brauchst du Einheit. Du brauchst Einheit in deine Gedanken. Aber die Gedanken, sie springen nach alle Richtungen. Sie haben einen Schrotflinteneffekt. Aber wenn du den Heiligen Geist darüber legst, im Blut Christi, hast du Autorität und du darfst in der Gnade Gottes gehen. In Prediger Kapitel 10 erörtert uns der Schreiber über die Macht der Gedanken. Er sagt in Vers 20, denke nicht Böses über den König in deinem Herzen und fluche ihn nicht mal in deinen Gedanken. Denn die Vögel des Himmels führen diese Stimme fort. Wir merken oft gar nicht, dass wir, der Herr Jesus sagt, dass wir sündigen auch mit unseren Gedanken. Er spricht über Ehebruch. Wir merken oft gar nicht, dass unsere Gedanken, dass sie festgefahren sind, dass wir gar nicht zulassen. Und Gott, er möchte uns der Kraft, er möchte, dass wir siegreich sind. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und rettet sie. Und mein Gebet ist, dass du eine neue Erkenntnis über die Gedanken hast und Gedanken. Lass das Dankbarkeit in deinem Herzen hineinkommen und alle diese Gedanken, was du merkst, weil du weißt, die Gedanken, die nicht von Gott sind, du merkst sie. Und oft sind das so eine Gedanken, die dich überfallen und du hast Angst vor dir selbst, weil du hast Träume, du hast Gedanken. Und der Feind, er hat dein Leben bestimmt und wir halten uns an die Verheißung Gottes. Wir sind Kinder Gottes, er ist unser Vater, aber wir schicken diesen Geist nicht raus. Und das ist das, wenn du etwas erwirbst, da ist jemand anders noch besetzt, dann musst du ihn erstmal raustun. Der Vormieter muss erstmal raus, damit du reinkommen kannst. Und wir merken oft gar nicht, dass wir in der Gnade Gottes errettet sind, aber dass der Feind in unseren Gedanken, vor dem wie Jesus kann, Gedanken gestreut hat, die wir als Wahrheit gestempelt haben. Aber die sind nicht Wahrheit, die sind Lügen. Und diese Lügen haben uns geführt, dass wir Menschen Böses angetan haben und am Ende uns selbst Böses angetan haben. Wem das uns frei macht, der ist wahrhaftig frei. Nimm diese Gedanken nicht an. Du hast eine Gemeinde Jesu, du hast den Herrn in deinem Herzen, du hast Geschwister im Herrn und in Jesu Namen. Schick, komm mal nach Hause heute, öffne das Fenster und sag Gedanken, es ist vorbei, raus. Diese Ängste, diese Befangenheit, diese Anklage, diese Perversion, diese Müdigkeit, sie muss weichen in Jesu Namen. Ich bin in Christus Jesus eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden in Jesu Namen. Amen. Oh Gloria, Vater im Himmel, danke Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Dass wir durch Jesus Christus immer wieder diesen Zugang haben zum Vater, Herr. Dass wir, Herr, wirklich auch freigesprochen wurden, Herr, durch Jesus Christus. Herr, und dass, oh Herr, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Du hast uns dein Wort gegeben, du hast es uns hinterlassen. Öffne unser Herz, dass wir dein Wort wirklich annehmen und erkennen, Herr. Herr, und dass wir nach deinem Worte leben, dass wir in dieser Autorität leben, Herr. Herr, wir leben in dieser Welt und wir werden so schnell, Herr, beschlagnahmt, wird falsche Gedanken, Herr. Aber schenk uns den Geist der Unterscheidung und der Erkenntnis, dass wir erkennen können, wo ein Geist, Herr, der nicht von dir ist, Herr, dass wir ihn gar nicht erst annehmen, Herr, dass wir wirklich in dieser Wahrheit mit dir gehen, dass wir in Einklang mit dir gehen, dass wir in Einklang mit Geschwister gehen, dass wir in Einklang, Herr, mit deinem Worte gehen, Herr. Herr, nicht, dass wir dein Wort annehmen und unsere eigene Interpretation haben, Herr, wie oft, Herr, wenn wir, Herr, in Anklage gehen, Herr, dann suchen wir Worte, Herr, die uns befriedigen und ich bitte, Herr, vergib uns, Herr, vergib uns da, wo wir dein Wort missbraucht haben, Herr, komme du mit Offenbarungen in unserem Herzen, öffne uns die Augen, Herr, nimm die Schuppen von den Augen, Herr, da, wo der Feind uns irregeführt hat, Herr, vergib
gib es uns, wo wir nicht wachsam waren, Herr, wo wir nicht zugelassen haben, dass wir angeleitet wurden, Herr, vergib es uns, Herr, und nimm jede Blockade, jede Mauern weg, Herr, und dass dein Heiliger Geist in unserem Herzen hineinkommt, dass wir gute Gedanken haben, dass dein Wort, Herr, uns leiten möchte, dass wir gefestigt sind in dir, Herr, wir sind doch deine Kinder, wir sind dein auserwähltes Volk, Herr, und wir wollen gute Gedanken haben, Herr, auch unsere Gedanken stehen unter deinem Schutz, unter deinem Gehorsam, unter deinem Blut, Herr. Herr, und dass wir da wachsam sind, dass wir vorsichtig sind. Herr, vergib da, wo wir Anklage, da, wo wir Rebellion oder Unzufriedenheit zugelassen haben, da, wo wir uns im Recht fühlten, uns verletzt oder einsam oder frustriert zu fühlen. Herr, und wo wir unser Herz geöffnet haben für das Falsche. Herr, wo wir das Falsche genährt haben, vergib es uns, Herr. Vergib es uns, Herr. Reinige unser Herz, Herr, dass wir gute Gedanken haben. Herr, wir stellen unsere Gedanken unter deinem Gehorsam, Herr, unter deinem Blut, unter deinem Schutz. Und dass du uns leiten möchtest, Herr, das, was du hast, Herr, dass wir erkannt werden als Kinder Gottes. Herr, dass der Friede Gottes uns begleitet, dass die Freude in unserem Herzen ist, dass der Segen Gottes mit uns geht, Herr. Halleluja, du hast so wunderbare Zusagen. Herr, und dein Wort ist die Wahrheit, und dass wir dein Wort in Anspruch nehmen, aber dass wir auch in Einklang mit deinem Wort gehen, Herr. Herr, dass du wirklich, dass dein Heiliger Geist uns leiten kann. Herr, vergib uns, wenn wir den Heiligen Geist so oft traurig lassen, weil wir so schnell in unserer eigenen Kraft gehen, in unseren eigenen Vorstellungen, in unseren eigenen Meinungen. Herr, ich bete, Herr, vergib es uns. Herr, wir möchten, Herr, dass dein Heiliger Geist, Herr, wirklich in uns ist und uns führt und leitet, dass wir siegreich sein möchten, dass wir wirklich, Herr, weitergehen, dass du bei uns bist, dass du uns hilfst, dass du uns beistehst. Wir sind doch nicht mehr allein, sind doch deine Kinder. Jesus hat so einen teuren Preis bezahlt, damit wir Kinder Gottes sind. Herr, und heute, wir dürfen in dieser Freiheit leben, auch gute Gedanken dürfen wir haben, Herr. Herr, dass wir wirklich ein dankbares Herz haben. Herr, für all das, was du uns schenkst. All das, was uns verletzt hat. Das, was unseren irdischen Menschen angegriffen hat, Herr, das geben wir dir ab. Und vergib da, wo wir so oft eine Last mit uns geschleppt haben, die uns gar nicht gehört hat. Herr, so schnell haben wir Rebellion oder Ablehnung, Herr. Und ich bete, Herr, vergib uns, wo wir da nicht wachsam waren und wo wir da falsche Gedanken aufgenommen haben. Nein, Herr, wir sind freigekauft. Jesus hat schon alles vollbracht. Halleluja. So bete ich einfach, dass du jeden erneuerst, dass du uns heilst, wiederherstellst, aber dass wir verstehen, in deinem Gehorsam zu gehen, dass wir verstehen, dein Wort in Anspruch zu nehmen, Herr, und dass wir gute Gedanken haben, dass wir deine Gedanken haben, dass wir siegreich sein möchten, wo immer du uns hinstellst. Wir brauchen dich so dringend, Herr. Hast uns einen neuen Tag geschenkt. Wir danken dir für diesen Tag. Und wir legen ihn, Herr, wirklich in deine Hände und bitten um deinen ganz besonderen Schutz und Segen. Gib uns den Geist der Unterscheidung und der Erkenntnis, Herr, der Weise zu erkennen, was von dir ist und was nicht. Herr, dass wir nicht mehr auf die Stimme des Feindes hören. Dass wir da wirklich die Erkenntnis haben, dass wir nicht dein Wort, Herr, falsch interpretieren und falsch anwenden, sondern, Herr, dass dein Heiliger Geist uns leiten möchte und dass der Friede Gottes uns begleiten möchte. Oh, Herr, ich bete, wir brauchen dich so dringend, Herr, und dass deine Gemeinde wachsen kann, dass die Liebe sichtbar wird, Herr, dass dein Name verherrlicht wird, Herr, dass du wirklich, Herr, wirklich hier Wohnung unter uns hast, jeden Einzelnen neu umarmst, Herr, denn du hast gute Gedanken über uns. Wir wollen auch gute Gedanken haben zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade, und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.